Hi, mein Name ist Nico vom Kanal Nico und heute gibt's für euch die Hugo Bucketlist zu den Büchern, die mich oder mein Leben verändert haben. Viel Spaß! Fängt man chronologisch an, ist das erste Buch, das mich oder mein Lesen eben beeinflusst hat, Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Also stellvertretend jetzt mal für alle anderen Ottfried Preußler Bücher. Und ich weiß nicht, Ottfried Preußler ist für mich einfach so der Inbegriff meiner Kindheit. Ottfried Preußler hat bei mir so viel ausgelöst und hat mich einfach zum Lesen gebracht, war auch gut Deutsch. Und ich weiß nicht, Ottfried Preußlers Bücher sind so extrem cool geschrieben und ich habe die damals auch in Schwarz-Weiß gelesen. Heute gibt es ja diesen Luxus, dass sie bunt sind. Ich habe sie damals in Schwarz-Weiß gelesen und ich kann es nur jedem empfehlen, der mit dem Lesen anfangen will, natürlich in einem Kindesalter. Also für mich einfach die perfekten Geschichten für Kinder. Ich habe sie wirklich alle an einem Tag gelesen, also jeweils separat. Und hier geht es immer um die kleine Hexe, die mit ihrem Rabe Abraxas total viele coole Sachen erlebt. Sie ist kurz davor, 126, glaube ich, zu werden und wird eben von den anderen Hexen nicht so ganz viel vollgenommen, weil sie noch sehr jung ist für eine Hexe. Und dann passieren so Sachen, weil sie unbedingt anerkannt werden will als Hexe. Und das Buch, ich liebe dieses Buch, das ist so mein Lieblingsbuch von Otto Preußler und ich kann es so jedem empfehlen, der so Kinderbücher mag oder so. Und ja, es hat so mein Lesen dahingehend verändert, dass ich damit angefangen habe zu lesen, mit den Otto Preußler Büchern. Genau. Dann geht's weiter mit einem Buch oder einer Reihe, die mich sehr stark geprägt hat. Und zwar, ich denke mal, wie bei jedem anderen Jugendlichen auch so gefühlt, der Bücher liest. Harry Potter und der Stein der Weisen, stellvertretend hier für alle anderen Harry Potter Bücher. In dieser neuen schönen Ausgabe, aber darum geht's jetzt auch gar nicht. Ich muss, glaube ich, zum Inhalt nicht mehr viel sagen von Harry Potter. Harry Potter war einfach neben Ottfried Preußler und dann später Twilight einfach meine komplette Kindheit. Harry Potter war so alles für mich einfach. Ich habe alles von Harry Potter gesammelt. Ich habe die Filme rauf und runter geguckt, habe die Bücher rauf und runter gelesen. Ich liebe einfach Harry Potter. Ich bin so ein Potterhead, wirklich. Ich habe letztens mal wieder an einem Wochenende alle acht Filme angeschaut. Und ich weiß nicht, ich muss dazu, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Harry Potter hat für mich so die Pforten zu diesen fantastischen Welten aufgemacht. Durch Harry Potter habe ich angefangen, Fantasy-Bücher zu lesen. Habe angefangen, so diese Jugend- und Fantasy-Bücher zu schätzen, aber auch danach zu lesen. Und ich weiß nicht, Harry Potter war so dieser Stein, der alles, was Fantasy betrifft und auch diese Welten ins Rollen gebracht hat. Wobei ich sagen muss, dass natürlich keine fantastische Welt irgendwie an die Welt hier rankommt. Das ist auch logisch. Und ja, das ist so auch ein Buch, das mich verändert hat oder mein Lesen verändert hat. Dann habe ich als Teenager Wunder aus dem DTV-Verlag gelesen. Das Buch hat mich dahingehend verändert, dass es mir einfach gezeigt hat, dass es viel wichtigere Dinge gibt, als das, was von außen auf einen einwirkt. In dem Buch geht es um einen Jungen, der immer wieder, also der sein Leben lang von seiner Mutter daheim unterrichtet wurde, denn August, so heißt der Junge in diesem Buch, ist nicht wie alle anderen Jungs in seinem Alter oder allgemein wie alle anderen Jungs, denn er hat schon einige OPs hinter sich, denn er ist krank oder eben misslungen, sag ich mal, auf die Welt gekommen und er sieht eben nicht so aus wie alle anderen Jungs. Sein Gesicht ist sehr verstellt, er hat Augen da ein bisschen asymmetrisch und sein Gesicht ist allgemein sehr, sehr asymmetrisch und sehr verformt. Und aber mit 10 Jahren oder eben in diesem Alter, ich weiß gar nicht mehr so genau, beschließen seine Eltern, dass doch mal Oggi oder August eben auf eine normale Schule gehen soll. Da denkt er erstmal Freunde gefunden zu haben, dann stellt sich aber heraus, dass er eigentlich nicht verarscht wurde, aber er wird eben sehr, sehr viel in diesem Buch gemobbt. Und ich konnte damit mich jetzt nicht gleichsetzen, so ist nicht, aber ich habe dann einfach gelernt, irgendwie mit dem Mobbing aus der Schule, was, denke ich mal, jeder irgendwie erfahren hat, klarzukommen oder zu, damit, ja, einfach klarzukommen und zu checken, hey, es geht nicht nur mir so. Und das Buch hat mir einfach gezeigt, dass es viel wichtiger ist, was im Inneren von einem passiert, als das, was die äußeren Einflüsse auf einen machen. War das Deutsch? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist Wunder für mich ein ganz, ganz besonderes Buch, was sehr viel mit meinem Leben und mit meinem Lesen eben angestellt hat. Ganz große Leseempfehlung von mir, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Das nächste Buch ist Red Rising 2, stellvertretend für die ganze Reihe hier mal, von Pierce Brown. Und diese Reihe ist einfach für mich so der Inbegriff einer abnormal grandiosen und gelungenen Dystopie einfach, weil das Buch einfach mal alle tollen Elemente einer Dystopie nimmt oder von Dystopien nimmt und sie zu einer ganz, ganz grandiosen Dystopie vereinigt. Ich kann auch einfach sagen, mal für mich persönlich ist Red Rising um einiges besser als zum Beispiel jetzt Tribute von Panem oder so. Nicht, weil es irgendwie besser ist, also schon auch, aber es macht so viel richtig und es ist so spannend und man weiß einfach nicht, was das Buch über passiert. Und das schätze ich so sehr in diesem Buch, dass zum Beispiel der Klappentext, sehr viele Klappentexte spoilern so krass den Inhalt und bei Red Rising sind es vielleicht 50 Seiten des ganzen Buches und du weißt einfach nicht, was da passieren soll, weil es einfach so krass spannend ist. Und in Red Rising geht es ganz dumpf erklärt und ganz stupide
um Darrow, der auf dem Mars lebt, denn die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Und auf dem Mars gibt es die Goldenen und die Roten. Und die Goldenen leben auf dem Rücken der Roten im Endeffekt. Denn die Roten schuften und fördern eben so Mineralien und Erze und Rohstoffe aus dem Boden des Marses. Und als die dann checken, dass die Roten schon längst in Saus und Braus leben, gibt ihnen so eine kleine Revolte, sag ich mal. Denn Darrow passiert etwas, was nicht jedem passiert ist. Und daraufhin beschließt er, zu einem der Goldenen zu werden, um die Goldenen von innen nach außen zu zerstören. Das ist sein Plan, ob ihm gelingt, weiß ich selber noch nicht so ganz genau, weil ich bin noch bei Band 3 gerade im Moment. Und deswegen, I don't know, aber ich liebe diese Reihe so unglaublich sehr. Die Reihe ist so unglaublich gut. Also wenn ihr mal einer von den vielen guten Dystopien lesen wollt, dann auf jeden Fall zu Red Rising greifen. Es vereinigt so viele krass gute Elemente und macht so viel richtig. Und ich finde es so spannend, man fliegt quasi durch diese ganzen 500, 700, 800 Seiten. Und ich finde die Story so unglaublich bildgewaltig und kann sie nur jedem von euch ans Herz legen, der irgendwie auf Dystopien oder so Science-Fiction-Geschichten oder sowas eben steht. Dieses Buch ist ein sehr, sehr, sehr untypisches Buch in diesem Stapel, und zwar rede ich von Das Parfüm von Patrick Süßkind. Sehr unwahrscheinlich oder sehr ungewöhnlich, ich weiß. ich habe von einem halben Jahr dazu gegriffen und es hat mich dahingegen verändert, weil es mir einfach ganz andere Türen aufgemacht hat in der Welt der Literatur. Ich habe davor immer Jugendbücher gelesen, Dystopien gelesen, Fantasybücher gelesen, Kinderbücher eben auch gelesen. Und durch dieses Buch, ganz besonders durch dieses Buch, habe ich eben angefangen, Erwachsenenliteratur zu lesen. Ich habe seitdem so viele Bücher von Ian McEwan gelesen, also ganz viele Diogenes-Bücher, und ich habe einfach durch dieses Buch erfahren, dass es nicht immer nur um Gut und Böse gehen muss oder um Kinder, die sich verlieben oder Teenies. Es gibt auch weit mehr, und ich wollte das immer nie wahrhaben und habe mich da immer nie rangetraut, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt, wenn ich 40 bin zum Beispiel. Aber die Bücher sind so unglaublich gut. Ich habe jetzt nicht alle gelesen, ist logisch. Zum Beispiel habe ich danach gleich gelesen Scharfes Bruder oder von Ian McEwan Nussschale oder sowas. Diese Literatur auf höherem Niveau, wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe mich da mal nie rangetraut, aber die Storys sind teilweise so unglaublich gut und so einfallsreich und so abwechslungsreich. Und das schätze ich so in diesen Büchern von Diogenes zum Beispiel, weil sie eben wirklich, wirklich gut sind. Und das finde ich so krass. Ich hätte es davon nicht gedacht. Ich dachte immer, okay, die Themen sind von Erwachsenenbüchern total langweilig und stumpf und stupide. Ich lese lieber Jugendbücher, wo es einen Plot-Twist gibt, Gut und Böse, Kampf, Liebe, whatever. Aber es ist überhaupt nicht so. Und das hat mir dieses Buch einfach mal aufgezeigt, dass Literatur auch mehr sein kann. Und deswegen hat das Buch so weit mein Leben verändert oder mein Lesen verändert, dass es mir einfach gezeigt hat, wie gesagt, dass Lesen so viel vielfältiger sein kann und nicht immer nur aus Gut und Böse bestehen muss oder aus Jugendbüchern oder aus Teenie-Büchern. Genau, und seitdem lese ich auch ganz gerne mal zur Abwechslung Diogenes-Bücher oder auch mal Erwachsenen-Bücher. So, das waren jetzt mal so grundlegend die Bücher, die mich oder mein Lesen eben verändert haben. Die Bücher sind natürlich alle im Hugendubel Online-Shop erhältlich oder eben auch vor Ort in der Hugendubel-Filiale. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben und würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.